Und willkommen zurück zu meinem Let's Play Fallout 3 Part 2. Ich habe jetzt mehrere kleinere Parts hochgeladen, aber das ist ein ganzer Part und ja, vielleicht werde ich weiter so machen oder nicht. Ich habe mir jetzt ein paar neue Sounds eingefügt, also ich habe die Sounds von mehreren Waffen verändert und ich wollte jetzt mal ausprobieren, wie sich das anhört. Und hat sich jetzt noch nicht gut. Ja, manchmal ist das ein bisschen komisch mit der mit den Mods, da man die Mods manchmal auch im Mod Manager installieren muss, weil es sonst manuell nicht geht. Also ja, muss ich halt mal schauen. Ja. Auch hier eine ENB, wenn man das schon sieht. Ja, Visualeffekte Mod. Da ganz willkommen in Megaton, die Bombe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Ich mache einen angenehmen Aufenthalt. Verstanden. Ja. Noch ein Neuling. Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag Sie. Irgendwas sagt mir, dass Sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen. Pff, schöner Hut. Pech, Mary. Schweigen. Sie sind freundlich und haben Manieren. Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange sie wollen. Okay, Nachricht erhalten. Das macht mir keine Angst. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ich bräuchte eine Wegbeschreibung für die Stadt. Reden wir über diese Bombe. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Erzählen Sie mir über Ihre Stadt. Ich muss los. Mich interessiert die Bombe. Was gibt's da zu reden? Glauben Sie nicht, dass jemand das Ding entschärfen sollte? Wer baut um eine Bombe bitte eine Stadt? Das ist doch Wahnsinn. Eines Tages fliegt dieses Ding in die Luft. Eine Zeitbombe. Ich glaube kaum, dass einer der Ansässigen dazu imstande wäre. Außerdem merken die meisten Leute gar nicht, dass die Bombe eine Bedrohung darstellt. Und zur Hölle. Cromwell und diese Verrückten von der Kirche des Atoms verehren das verdammte Ding. Warum? Wissen Sie etwa, wie man das Ding entschärft? Ein für alle Mal? Ich kann mich darum kümmern, die Bombe zu entschärfen. Was auch immer. Ich habe sowieso nichts vor. Nicht vor länger zu bleiben, so würde die Bombe explodieren, wäre der Welt viel geholfen. Oha. Ah, in Ordnung. Aber hören Sie, sehen Sie sich's erstmal an. Ganz unverbindlich. Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Ah, wir schwimmen hier nicht gerade im Geld. Ich will kein Geld. Ich könnte es einfach nicht ertragen, sie sterben zu sehen. 100 Kronkorken? Okay, ich sehe es mir an. Nicht mein Problem. Viel Glück, Sheriff. Ihr Angebot ist in Ordnung, aber passen Sie auf, dass Sie uns nicht in die Luft jagen, okay? Eine Hand wäscht die andere. Ich suche meinen Vater. Ich erinnere mich an einen Fremden, der hier durchkam. Hatte so einen speziellen Blick, so einen, den man bekommt, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Hat einige Zeit in der Kneipe verbracht. Sprechen Sie mal mit Moriarty. Aber Vorsicht, er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Ja, ich muss los. Dann wünsche ich Ihnen noch... So. Moment, ich will kurz mein Headset mal frisch anlegen. So, ich hab mal frisch, jetzt vielleicht besser.
jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. Jedes Ohr soll ertauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Männer, Frauen und Kinder der Erde sich versammeln, um die Macht des Atoms zu erfahren. Ich lasse es einfach mal an. Machen wir auf Level 3, wie es aussieht. Wollen Sie handeln? Schauen Sie mal im Crater-Side-Lager vorbei. Ich. Mach schon, du Schrottteil! Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Naja, Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Mr. Burke, nicht wahr? Nur, weiter. Ich bin entzückt. Ach so. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es. Endlich jemand, der seine Bürgerpflicht ernst nimmt und einen gesunden Menschenverstand besitzt. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen. Und diese Interessengruppen sehen diese Stadt Megaton als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Sie haben hier keinerlei Wurzeln, kein Interesse am Schicksal dieser Jauchegrube. Helfen Sie uns, den kleinen Schandfleck von der Karte zu entfernen. Nur zu, ich bin ganz ohr. Moment, Sie haben vor, die Stadt zu sterben. Sie sind krank, Mr. Burke, dieses Gespräch ist beendet. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung, die nur einem einzigen Zweck dient. Der Explosion dieser Bombe. Sie bringen die Ladung an der Bombe an, dann erhalten Sie die großzügige Bezahlung. Was meinen Sie? Wenn er mir jetzt 500 Kronkorken gibt, gehe ich auf den Deal ein. Das war alles? Das beeindruckt mich leider gar nicht. Sims will, dass ich die Bombe entschärfe. Sims ist ein Idiot. Er ist stolz auf seine Position als Bürgermeister und Sheriff dieses Schrottplatzes. Das war alles? Das beeindruckt mich leider gar nicht. Gut, sagen wir, ich helfe Ihnen. Was springt für mich dabei heraus? Es steht zu viel Leben auf dem Spiel, Burke. Ich werde die Bombe entschärfen. Sie meinen, was Sie außer der Genugtuung bekommen, der Welt einen Gefallen getan zu haben, indem Sie diese abscheuliche Stadt ausradieren? Nun, Sie würden sehr großzügig belohnt werden. Mein Arbeitgeber ist nicht geizig.
Wenn Sie Kronkorken und Luxus wollen, kein Problem. Megaton steht unter meinem Schutz. Und jetzt gehen Sie. Gut, Mr. Burke, ich mach's. Megaton wird in Flammen aufgehen. Sie ticken ja nicht richtig, Burke. Und ich soll Ihnen auch noch helfen. Ich werde es durchziehen. Ausgezeichnet. Das habe ich mir doch gedacht. Hier ist die Fusionsimpulsladung. Sie müssen sie im Innern der Bombe anbringen. Treffen Sie mich danach im Tenpenny Tower. Er liegt südwestlich von hier, außerhalb der Gefahrenzone. Nicht zu verfehlen. Fragen? Die Bombe scheint technisch kompliziert zu sein. Was, wenn ich es nicht schaffe? Sie meinen, wenn Ihnen das Geschick fehlt? Dann verdrahten Sie das Ding nicht neu, sondern bringen einfach die Impulsladung am Zünder an. Wenn Sie nicht mehr weiter wissen, sprechen Sie mit Leo Stahl. Er hat vielleicht was, um Ihre Konzentration zu verbessern. Er hat einen gewissen Ruf. Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten. So. Jeden Tag derselbe Mist. Gob, ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Auf Durchreise, wie? Krass, das Atom. Das ist mein Lieblingsquiz. Ah, Scheiße. Wird den Frieden und das Ende des Schmerzes erfahren und den Glanz des Atoms kennenlernen. Hallo. Sie... Verdammt. Sie sind neu, richtig? Ich heiße Leo Stahl. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Ja! Wie ich sehe, haben Sie ein ziemliches Drogenproblem. Verdammt, wer hat Ihnen gesagt... Ich meine, ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ist schon okay, Leo. Ich möchte helfen. Sie wollen helfen? Was soll denn das heißen? Ich bin eben ein Junkie, na und? Ich tue doch niemandem weh. Sie haben wohl recht. Ich muss Ihnen von meinem Problem erzählen, oder? Wäre keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe sie jahrelang beide bestohlen, um an Drogen zu kommen. Wo soll ich denn anfangen? Ich finde eine Lösung. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ausgerechnet Sie haben mir gezeigt, was für ein Esel ich gewesen bin. Hier, dieser Schlüssel ist für mein Geheimversteck in der Wasseraufbereitungsanlage. Nehmen Sie das Zeug, verkaufen oder verbrennen Sie es, mir egal. Danke. Es wird schwer, aber ich gebe mein Bestes. Alles so. Hey, passen Sie besser auf. Ruhmreiches Atom. Ich gebe dir diese...